Es geht die Sage um, dass es auf YouTube ein Let's Play gibt mit Amras und Bernhard Fantastisch. Und dieses lange nicht gesehene Zusammenkommen wird nun endlich weitergeführt. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Let's Play Secret of Mana. Woo! Ja, ich habe das Gerücht auch gehört. Begrüße euch natürlich auch. Ich glaube, irgendwer hat mir jetzt vor kurzem geschrieben, es sind, glaube ich, knapp 2 Monate, wo wir nichts hochgeladen haben von Secret of Mana. Ja, die Gründe haben wir, glaube ich, in jeder Aufnahmesession bis jetzt genannt, woran es liegt. Also ihr wisst da Ja, Bescheid. mittlerweile bin ich ja Chef der Deutschen Bank. Ja, und ich Chef der Commerzbank, deswegen sind wir auch ein bisschen in Konkurrenz und nehmen nicht mehr ganz so oft miteinander auf. Müsst ihr verstehen. Ja, da müssen wir nochmal drüber reden. So, wir waren gerade dabei, glaube ich, uns ein wenig auszurüsten und wir haben ja Kommentare gelesen von euch, ne? Ja. Und da kam ja was, ne, Michael? Da kam was. Da kam zum einen, dass wir an der Dämonenfestung erstmal eine neue Rüstung vom Wucherkater kriegen. Genau. Die beste oder eine bessere Rüstung als die wir jetzt haben. Glaub auch die beste im Spiel, bin mir da nicht mehr sicher. Deswegen holt der Bernhard jetzt mal Lufti ran. Obligatorisch, da hat sich in den 2 Monaten nichts geändert. Die erste Folge ist eine Lufti-Folge. Es wird geflogen und nach der Dämonenfestung Genau, und gesucht. die Leute schreien wahrscheinlich alle Danke, dass ich die Trommel jetzt hier schon genommen habe, bevor du auf die Idee gekommen bist. Also ist Richtig. wenigstens nur eine Richtig. Folge. Richtig. Oh, hier. So Schlecht ist es. Wetter. Nee, das ist Ja. der Mondsee hier mit dem Fährmann. Und wir haben ja am Ende der letzten Folge auch gesehen, dass wir mit den Gegnern nicht mehr ganz so gut zurechtgekommen sind. Wir haben bis jetzt noch nicht weiter gelevelt. Wir werden jetzt genau hier uns die Rüstung kaufen. Und dann habt ihr auch gesagt, dass man den Zauber von Harzinger, bei dem man oder mit dem man die Gegner quasi ja schrumpfen kann oder verharmlosen kann, harmloser machen kann. Ich glaube, wir müssen außenrum, hat derjenige geschrieben. Ja, diesen Zauber werden wir auch versuchen, häufiger zu nutzen. Vielleicht funktioniert das ja. Hallo, ich komme An der nicht durch. Pflanze hängen geblieben. Ich komme Redest nicht gerade über durch, ey. Harzinger und bist an der Pflanze hängen geblieben. Ja, so ist das mit Ist da oben Harzinger. vielleicht der Wucherkater gewesen? War da was auf der Insel? Nee, war nicht. Nee. Aber es ist die Dämonenfestung, oder? Ich bin Ach. mir auch gar nicht sicher. Ah, ha, ha, ha. Wuchi. Na, ich quatsch ihn einfach mal an, ja? Ja, mach das mal. Okay, hier kommt viel herum, oder? Naja, Juhu. ich auch. Ganz genau. Und dann gucken wir mal, ob unser lieber Zuschauer recht hatte. Kohle sollten wir genügend haben, wenn ich mir das da unten so angucke. Handschuh. Ist ja echt ein, sag ich mal, vielversprechender Name. Ja, Rüstung. beschreib das, was es ist. Dornenhelm. Ah, die sind schon gut teuer, ne? Ja, für 65.000, ich glaube, die ist schon gut. Ich laufe einfach mal einen kompletten Satz, okay? Oder wollen wir erstmal Ja, aber gucken? kriegen wir jetzt nicht auch angezeigt, wenn du sie kaufst, ob sie uns verbessert oder nicht und wir können noch Ach, wir canceln? kaufen erstmal eine. Ja, Checken kauf das erstmal einfach mal ab. eine. Ja. Am Genau. Ende ist es hier voll der Ramsch, ne? Oder vielleicht kann es auch nur der Junge anziehen oder so, weil Stahlrüstung, ich weiß nicht. Stahlhart. Ich bin ja immer noch Freund des Tiger-Bikinis oder wie der Ja, ja, hieß, ja. also eindeutig. Da kann man sich dran erinnern, ne? Ja. So, mal gucken, wo haben wir denn hier? Die Dämonenweste klingt natürlich besser als Oha. 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 Michael, gestern wieder ein bisschen zu Und viel getrunken. nein, gar nichts. Daran liegt's. Großartig, 42 Rüstung, da muss man sich ja bedanken. Großartig und die kann anscheinend auch jeder anziehen. Das heißt, wenn wir jetzt 3 Rüstungen kaufen, müssen wir mal gucken, ob das überhaupt noch für Helm und Co. reicht, Ach, ne? wir haben so viel Schamauma. Schamoma. Guck mal hier, wir haben es noch dicke. 85 haben wir Oh noch. shit. Ah, da trinke ich Ich doch hätte gar einen nicht, drauf. Also einen Schluck ich hätte gar Eistee. nicht gedacht, dass das ganz, unser ganzes Geld weggeht. Jetzt können wir uns die Handschuhe gar nicht leisten, ne? Nee, aber das macht eigentlich gar nichts, weil wir haben ja schon mal annähernd doppelt so viel Rüstungswert, also 100 Ja, mehr. auf jeden Fall. Warte mal, die Entenkappe? Doch, wir hatten jetzt gerade die Handschuhe nicht gekauft, ne? Genau. Wir hatten die Handschuhe nicht gekauft. Das heißt, wir können, wenn wir jetzt alle ausrüsten, erstmal die Rüstungen Ja, ja, verkaufen, ja, die ja. wir dann nicht haben. Und ich verkaufe alles bis auf unsere Armbänder schon mal. Meinst du, das ist klug? Warum haben wir denn noch Dornenhelme? Ja, weil wir Ach es nee, die haben wir können. gerade gekauft. Ich bin so dumm. Sorry. Ach, Oh, hast du die Helme ich schon habe gekauft? einen Helm jetzt gerade verkauft. Oh, Schnitt, das geht so nicht. Nein. Ist aber egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Stahlrüstung, die ja auch jeder anziehen Genau, könnte. richtig. Und wir können uns sogar noch ein bisschen was leisten. Und hätte ich jetzt nicht so dumm den einen Helm verkauft, hätten wir uns sogar noch mal einen kompletten Satz Handschuhe leisten können. Ich muss mich jetzt auch noch ausrüsten. Und rüstest du noch den Herren aus Ich oder hast du kaufe das noch mal schon? kurz. Kauf noch Und mal zwar kurz. kaufe ich jetzt für uns. Ja, warum habe ich den einen verkauft? Wie ärgerlich das ist. Guck mal, hätten wir jetzt noch genau, obwohl genau wäre es wahrscheinlich nicht ausgegangen. Ne? Nee. Ich kaufe mir jetzt noch einen Helm, dass wir einmal den kompletten Satz Helm haben. Und dann kaufen wir uns noch einen hier. Ja, aber wir können ja auch meine Rüstung noch Da habe ich verkaufen. ja schon Oder alles hast du die schon. gerade Alles schon verkauft? weg.
Ich laufe quasi nackig rum. Wir sind gerade ganz nackig, aber so weit, so gut. Ich rüste. Oh, 140. Alter Schwede. 240. Und jetzt hier nochmal so eine Packung Handschuhe. Na, vielleicht reicht es, wenn wir dir die Handschuhe noch verkaufen, zwei Stück. Ja, das kriegen wir hin. Jetzt mal ganz kurz den Jungen aus. Dann rüste du den Jungen aus, dann rüste ich mich aus und dann gucken wir, was wir noch verscherbeln können. 140, ey, ist ja unglaublich. Das ist so viel, wie unsere Rüstung vorher hatte. Ja. Die hatte 139. Bin gespannt, was für Schaden wir noch durchgedrückt bekommen. Ja. So. Könnte auf jeden Fall relativ krass werden jetzt. Kleidung? 140, ey. Einmal bitte den Helm. Es wären 140 plus 240, also 380. Einmal bitte die Rüstung. So, und dann kaufen wir dir noch das Armband. Genau, dann kann ich das weg. Ja, jetzt habe ich, gut, jetzt habe ich keins mehr an. Okay, dann können wir das jetzt verticken. Jo, dann rechnen wir einfach mal ganz kurz, wie viel wir jetzt noch brauchen. Wir brauchen 25.000. 25, genau. Wahrscheinlich habe 35,5 kostet. Wahrscheinlich habe ich das mit dem einen Verkauf verkackt. Die drei Handschuhe, die drei grünen. Drei grünen, achso, ja. Ja. Ja, ist wahrscheinlich genau der Wert, den ich da verdusselt habe mit dem Verkauf wieder. Ja, wir können ja noch ein paar Monster hier in der Umgebung kurz wegmachen, wegputzen. Haben wir nichts mehr, was wir noch verkaufen können? Ich glaube, das war's. Haben wir sind aber nur 7000 Goldmünzen, die sollten wir relativ schnell zusammenkriegen. Jo. Die Frage ist halt, ob wir die jetzt hier... Wir müssen wieder außenrum oder untenrum geht's, glaube ich, nicht. Richtig, ja. Gut versteckt der Mann. Ja, das ist, ich weiß nicht, es war, glaube ich, auch nicht nur ein Kommentar, es waren mehrere Kommentare, die uns das mitgeteilt haben. 30. 38 Kommentare kriegen wir gar nicht, oder? So. Nee, also nicht auf eine Folge. Gucken wir mal, ob hier irgendwo was drin noch an Monster. Aber ich hab lieber wenig Kommentare und dafür, hier sind keine Monster mehr drin und dafür hochwertige Kommentare als so dafür 100 und 50 davon sind Müll. Richtig. Hast du Heidi angesprochen? Ja, ich hab Heidi, Hilde. Nicht weinen, Heidi, du warst nicht du selbst. Ich war eifersüchtig auf Hagen und dich. Das hat Tante das dann ausgenutzt. Oh Mann, oh. Ist ja gut, Heidi. Vergessen wir das Ganze. Und sind wieder Freundin. Alter. Ich kann mich nicht bewegen. Übelst krasse 6-Punkte-Attacke. Du musst Ich kann mich benutzen. Du musst das Steuerkreuz benutzen, Michael. Nee. Ich benutze das Steuerkreuz. Aber jetzt geht's wieder, okay. Fuck. So. Buk. Dann gehen wir einfach raus und gucken, wo wir hier nach hier finden. Damit wir das Gold schnell noch zusammenkriegen. Das wäre ärgerlich, wenn wir uns deshalb nicht durchkämpfen können. Das wäre wirklich ärgerlich, ja. Jo, nutze ich mal kurz die Trommel, ja. Und das sind ja nur 15.000 Gold, müssten wir eigentlich relativ schnell zusammen haben. Denke ich auch. Dann ist es auch gleich, dann leveln wir vielleicht noch, kriegen wir vielleicht noch ein Level, dann gucken wir mal. Können wir direkt mal dorthin fliegen? Aber ich glaube mit der Rüstung, ich glaube selbst mit der Rüstung müsste das schon, da können wir noch nicht hinfliegen, Bernhard. Nee, ist weg. Ja, ist weg. Aber mit den Rüstungswerten müssten wir eigentlich auch gut zurechtkommen mittlerweile. Ich frage mich eigentlich gerade wieder genau, wo wir hin müssen, um weiterzumachen. Es gibt doch irgendwo dieses fliegende Irgendwas. Und da. Ja, aber in dieses fliegende Irgendwas kamen wir doch am Ende der letzten Session schon noch nicht rein, weil wir erst irgendwo anders hin mussten, in irgendeinem Wald, wo wir dann eben so total abgekackt haben. Ach, der Wald des Abkackens. Stimmt. Genau, wer kennt die nicht? Der Wald des Abkackens. Das ist ein Megamonster. Genau, mit den Sonics. Mich. Beziehungsweise Zinos. Woran ich mich aber nicht erinnere, ist natürlich, wo der Wald war. Was ja wohl eigentlich selbstverständlich war. Dann fliege ich jetzt hier einfach mal so wild rum. Wir kennen ihn, ne? Wenn wir ihn sehen, dann wissen wir, dass wir da sind. Das ist immer so, aber leider sehen wir ihn so selten. Ja, mal artige Karte in Angriff in Anspruch nehmen. Ist das hier? Weiß nicht, flieg doch mal rein, lande doch mal. Oha. Ja, das ist es. Ich bin so gespannt auf den Schaden. Ich auch. Weil hier sind wir ja wirklich, knapp haben wir ja hier überlebt. Das war ja übelst hart. Das war übelst hart. Und der Schaden, den wir gekriegt haben, der war schon so männlich. Zauber mal eine Runde. Ach, stimmt, das gab's ja auch. Harzinger, ne? Harzinger, Monsterverharmlosen. Asterbaum. Harzgas oder Traumtulpe? Ich weiß nicht, Harzgas war es nicht. War es die Traumtulpe oder kriegt der noch einen Zauber Traumtulpe dazu? Ist, glaube ich, schlafen gehen. Ich glaube, ich nehme mal den Harzgas. Das Harzgas ist olle.
Krähenfuß ist konfus. Haha, was ein Wortspiel. Ja, ich glaube, vielleicht musst du den Zauber machen, weil es so ein Zauber ist. Ah ja, ich prüfe das mal nach. Wo sind die Zauber? Hartzinger. Hartzinger, da ist er. Zauberschild und... Yeah. Nee, Lebensdünger war es auch nicht. Lebensdünger heißt, ist das nicht Wiedererweckung? Ja. Also auch hier nichts. Ja, dann werde ich dann gleich den anderen Zauber benutzen. Momentchen. Momentchen, Puppentchen. Aber wir kommen ja jetzt schon besser klar als vorhin. Wir haben ja natürlich auch noch keinen Angriff kassiert von den gnädigen... Noch kein Gegner. Ist mir auch aufgefallen. Die Musik ist auch so ruhig, ja. Da hat man gar nicht das Gefühl, dass es eigentlich... Dick auf die Nüsse gibt hier. Nee, überhaupt Nüsse? Nicht, ne? Aber wir haben dick... Oh, guck mal, wie viel die auch aushalten. Ich würde sagen... Probieren wir's. Genau, würde ich auch sagen. F2 oder F4? F2! Ich bin wieder zurückgegangen. Die gute ist ja, wenn ich jetzt nochmal F4 drücken würde. Ich habe auch gestated. Oh, Krähenfuß ist konfus. Die natzen uns gar nicht mehr, ne? Kein Schaden. Nee, aber warum haben die uns... Also ich meine, sie kommen auch gar nicht mehr zum Angreifen und sie greifen auch gar nicht mehr so richtig an. Beim letzten Mal habe ich das Gefühl, waren die viel, viel aggressiver, die Viecher. Ich meine einfach, dass wir viel zu krass sind. 25 Schaden habe ich gerade gefangen. Gut, das ist absolut im Rahmen, oder? Würde ich sagen. Brauchen wir hier eine Axt? Ich weiß gar nicht. Ah, außenrum. So einfach kann es manchmal sein. So. Ja, nee, ich denke, hier können wir uns jetzt so durchwagen. Ach, wie cool. Ja? Ah, oh, die Pilze waren da so fies. Ach, wie cool der Tipp mit der Rüstung war, wollte ich sagen. Schaden. Und vor allem, was ich auch mal sagen wollte, ja, die Zuschauer haben geschrieben, dass ich mich nicht verguckt habe, Michael, ja? Ja, das habe ich auch gesehen bei dem Buch. Ja, da war ich auch ziemlich erstaunt. Wow, 400 Schaden. Geht schon ab, wa? So, hier, aber dieses Pflanzenzeug sieht man. Dieses Pflanzenzeug nervt, dass man da nicht weiterkommt, ist äußerst ätzend. Dennoch aber ein sehr schönes Level-Design, muss ich sagen. Wenn ich mal an die ersten Level denke, die noch mit diesen Pogo-Puscheln waren, wo die Bäume noch richtig doof ausgesehen haben, gefällt mir dieses Design hier gerade sehr gut. Ich würde ja fast behaupten, die Spieler haben vielleicht innerhalb des Spiels gelernt, schöne Maps zu designen. Wenn man sich das jetzt so anguckt. Ja, es hat auf jeden Fall... Ist besser als am... Es hat was Mystisches auf jeden Fall, ja. Alter Schwede. Was sind das überhaupt für ein Ding? Krähenfuß. Tisch mit Fuß, oder was? Tisch mit Vogelfuß. Scheuert. Analyse! Ah, stimmt ja. Wir haben ja Elektra. Da unten ist das, also die Truhe, meine ich, analysieren. Wo sind deine Truhe? Ob du die Truhe jetzt schon sehen kannst. Da, schau mal. Ah, okay. De Carmen, wo ist sie denn? Da. Analyse. Carmen, du Wunder. Zack. So, ich guck mal, ob ich sie aufmachen darf. Wenn sie geblinkt hat, war okay, ne? Ja. Ja! Und Pardon. Schokolade! Naja. Yay, ist zu viel, werde das. Ah, haben wir einen Pädagogen jetzt hier. Schokolade ist zu viel. Schön. So. Das restliche Gold kriegen wir wahrscheinlich auch jetzt hier zusammen mit den Monstern. Also wenn ich mir überlege, wie wir hier beim letzten Mal abgelost haben. Nicht mehr rausgekommen sind, ne? Nee, ja, wir sind ja panisch geflüchtet. Aber kein Selbstdate hatten. Ja. Japanisch, habe ich gerade gesagt. Wir sind japanisch geflüchtet. Ha, fliehen! Wir müssen fliehen. Die, aua. Die Pilze, wow. Der Krähenfuß hat mich gerade böse erwischt. Ich heil mal durch. Du meinst, der Krähenfuß hat dich glatt böse erwischt. Der Krähenfuß hat mich böse erwischt. Wenn wir schon Kraftwasser auf alle. Ich mach einfach Feuer, ey. Genau, mach mal Feuer. Das hat zumindest bei den, ich weiß nicht, bei irgendeinem Gegner hat es ziemlich reingehauen. Ganzen Typen hier. Irgendwer hat ein Zauberschild, denn der Feuerzauber wurde auf mich umgeleitet. Na, Schaden, jetzt darfst du gleich nochmal einen latzen. Ja, ich darf hier gleich heilen, weil ich gar nicht mehr aus den Angriffen rauskomme. Ich bin jetzt hier. Ich mach irgendwas anderes, ey. Ich nehme den Harzinger und zauber Traumtulpe. Genau, lass die alle schlafen. Alle pennen. Erstmal alle schlafen legen. So, und ich... Nanu? Habe ich etwa keine... Oh, oh. Du bist Magie... Gedingst. Ich bin Magie blockiert. Und schläf. Hab ich super hingekriegt, wa? Hast du... Ich bin so stolz auf dich. Das war dieser hässliche Pilz. Hau den Pilz als erstes Ich war das, der dich umgeschlafen gelegt hat. Ja, aber der Pilz hat auf mich gezaubert, dass ich quasi seine Zauber ab... Dass ich quasi seine... Die Zauber, die auf ihn gewirkt werden, abkriege. Kannst du mal heilen.
wäre jetzt langsam, aber sicher schon eine gute Tat, ne? Mhm.